So, Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, wir machen gleich weiter mit der nächsten Battle Dragons Figur und zwar dem Baby Nutter hier in dieser neuen Verpackung, wisst ihr ja mittlerweile. Und auch dieser kleine Nutter war bereits schon in dem Battle Dragons Power Pack erhältlich. Auch das habe ich schon vorgestellt und wie es aussieht, haben wir hier tatsächlich eine identische Figur in diesem Beutel. Also hier gab es wohl keine farbliche Änderung, aber das werden wir uns gleich nochmal ein bisschen näher angucken, wenn ich es gleich hier auspacke. Also ich mache es wieder hier unten auf. Ups, und schon ist es offen, also geht total easy. Gut. Okay, also, was haben wir denn hier? Ja, gleich erstes unschönes Ding ist, dass der Stempel hier eigentlich mitten im Gesicht hängt, auch wenn es unten auf die Unterseite gepresst wurde, sieht man es doch tatsächlich schon sehr, sehr deutlich von der Seite. Ja, dieser kleine Babynutter ist natürlich in der Grundfarbe blau, sowie auch schon Sturmpfeilchen. Hier die Augen, das Hörnchen und die Hörner hier hinten, die Gott sei Dank einzeln gestaltet wurden. Ja, also sprich kein Triceratops-Helm. Ja, diese Teile hier alle gelb mit einer schmalen schwarzen Pupille. Hier die Zähnchen hat man ebenfalls wieder in einem Weiß bemalt, ein Creme-Weiß. So wurde auch der Bauch hier besprüht. Auch der Unterkiefer, okay. Kein Sprühnebel auf den Flügeln. Klaro, warum? Weil die Flügel erst nachträglich anmontiert wurden. Hier kann man das sehr schön sehen. Die Flügel sind mit den Beinen verbunden und hier sieht man das, ist unschön anmontiert. Das wurde hier links und rechts einfach dran geklebt. Bei manchen Figuren schöner, bei anderen Figuren eben wieder weniger schön, so wie auch hier. Hier sieht man es leider sehr deutlich. Dafür sehr schön gemacht hier die Flügelrippen, auch der Flugarm sehr schön zu sehen. Die Kralle ist drin, die haben sie nicht extra bemalt, haben sie blau gelassen. Auch am Schweif hier sehen wir nichts, kein gelber Streifen. Die Stachelchen sind dafür sehr gut zu erkennen, aber auch hier hat man nicht extra koloriert. Sehr schön auch die Unebenheiten auf dem Kopf, das tiefe Nasenloch links und rechts auch schön deutlich zu erkennen. Ja, wir haben hier den Stempel von 2015, dann haben wir hier die Modellnummer, auch klar. Ansonsten ist das Ding eigentlich, ja, bis auf die Klebe, auf die Montagegeschichte, so gesehen recht sauber verarbeitet. Im Grunde genommen haben wir es hier mit einem Tripod zu tun, denn dieser kleine Nutter steht nicht alleine auf seinen Füßchen, sondern er braucht hier tatsächlich noch die Stütze von seinem Schweif, damit er überhaupt steht. Die Figuren stehen allgemein sehr, sehr schlecht. Ja, sie stehen, aber sie kippen leider sehr, sehr schnell um. Ist natürlich nicht so schön, wenn ihr die Figuren irgendwie auf dem Schrank in der Vitrine stehen habt und habt andere Figuren drumrum drapiert und die fallen dann halt alle mit um, wenn er gegen den Schrank kommt und es wackelt ein bisschen. Und auch hier gilt's, manche Figuren stehen besser, manche schlechter, weil der Kopf zum Rest der Figur relativ schwer ist. Drum kriegt er oft hier Übergewicht und fällt einfach vorne über. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, haben wir es hier mit der genau gleichen Figur zu tun. Links aus der Verpackung, rechts aus dem Battle Dragons Power Pack. Rechts wurde die Pupille nicht wirklich schön bemalt. Ihr seht schon, die schwarze Pupille geht über das Gelbe hier hinaus. Die Zähnchen wurden ansonsten mit der genau selben Farbe angemalt. Auch der Bauch wurde gleich besprüht. Hier wurden die Flügel und die Beine sogar noch ein bisschen besser montiert als links. Ja, und von der Rückseite her gesehen ist eigentlich auch alles komplett gleich. Ja, und das meine ich, ne? Hier seht ihr mal die Verarbeitung. Schaut euch einfach mal diese tiefe Narbe auf der linken Seite an und hier auf der rechten. Das wurde da also um einiges schöner montiert. Und hier ist sogar noch ein schwarzer Farbklecks am Kiefer vorhanden. Okay, ja, ansonsten tatsächlich genau dieselbe Figur, kein Unterschied. Wenn ihr also das Modell schon aus dem Battle Dragons Power Pack habt oder eben aus der Tüte, braucht ihr euch keine zweite Figur zuzulegen. Es sei denn, ihr wollt sie repainten, dass sie vielleicht aussieht wie die junge Sturmpfeil oder vielleicht ein komplett andersfarbiger Nutter oder vielleicht auch schon die Rennbemalung, wie ihr wollt. Alles klar, das war's dann auch schon zu dieser Figur, dem Baby
Natter Battle Dragon von Spin Master. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder in einem anderen Video. Bis dahin, ciao, tschüss, euer Rupi. Hey!